Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, eigentlich sollte heute Life is Strange kommen, aber ich hatte heute wieder so Bock auf Pikmin seit gestern, dass ich heute dachte, okay, ich nehme heute nochmal Pikmin auf und haus raus. Weil ich wollte unbedingt die Höhle machen. Den Tag kann man, glaube ich, vorher beenden, weil es die Folge zu lang wird. Ich möchte unbedingt die Höhle machen. Oder vielleicht teile ich es in 20 Minuten Parts, eine halbe Stunde heute, morgen eine halbe Stunde inklusive Hogwarts Legacy, dass ich morgen mal zwei Folgen raushaue. Ich habe nämlich Bock auf Pikmin. Ja, bin gespannt. Und definitiv, wie in der letzten Folge angekündigt, will ich definitiv nur auf meinem Hund reiten. Das klang falsch. Irgendwie. Naja. Aber ich würde erstmal sagen, wir gehen erstmal zu der anderen Höhle. Ich möchte wissen, wo da bitteschön jetzt einmal... Zu einem haben wir da ja noch einen Schatz, den ich gerne mitnehmen möchte. Heute nehmen wir mal 50 davon mit. Und 40 davon. Im anderen auch nur 40, weil 50 kann ich gerne nur maximal 80 mitnehmen. So, und dann wollte ich einmal... Da haben wir aber den Schatz gefunden haben. Hinten ist schon wieder der Hund, aber ich werde nicht mehr. Am besten stellen wir zuerst den Hund erstmal aus. Bevor er uns auf den Bäcker geht. Angreifen! Oh, was greift an? Greift an. Oh mein Gott, ja. Ja, ich glaube, mehr müsste nicht machen. Außer, dass meine Katzenfenster herren. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir jetzt einmal da oben hingehen. Und unsere Basis einmal dort aufbauen. Da sind wir nämlich näher dran. Würde ich jetzt mal persönlich sagen. Der regeneriert sich aber schnell wieder hoch. So 3 Minuten in der Folge dafür, dass wir den dann besiegt haben, ist eigentlich eine gute Basis. Wir springen einfach hier runter. So. So, hier hinten war ja ein Schatz, den wir geortet haben. Ich hoffe, ihr werdet auch nicht geklaut. Ich will wissen, wie ich hier zur Zwiebel komme. Oh.
Okay. Das bringt also nichts. Jetzt. Los, alle, noch keine Bitte haben, trinken. Ja, es sind Hündchen. So. Eine neue Höhle entdeckt. Wie wollen die das jetzt da eigentlich hochbringen, als ob die da... ich habe Fragen. Ich habe definitiv ein paar Fragen. Aha. Die nehme ich auch mal alle mit. Nee, nee, wo bin ich? Da bin ich. So, dann habe ich euch jetzt mal alle. Dann muss ich noch mal da hoch. Weil das da keine Abkürzung gibt. Wir haben schon mal zwei Schätze eingesammelt. Das ist doch auch schon mal eine gute Basis für heute. Und jetzt gehe ich in die Höhle. Sagte, ich gehe in die Höhle. Hallo, Ochin. Herzen, was macht ihr da bitte schon im Hintergrund? Hoffmann hat das jetzt nicht gehört. Blünderpalast. Alles in dieser Höhle erinnert mich an zu Hause. Mit den Kindern spielen, am Tisch mit der Familie eine Mahlzeit genießen. Und der Hund schnappt sich meine Beilagen. Die ganz normale Routine des Alltags. 29 Schätze. Los geht's. Okay, das wird wohl sehr lange. Höhle werden. Aber finde ich gut. Ja, scheint gar nichts zu machen. Okay.
Kommst du bitte jetzt zurück? Oh, no. Ich hab plötzlich Lust auf Butterbrot. Dein Pikmin verschwindet nicht einfach so, das ist viel zu gefährlich für euch. Na, die Gegner kannst du ruhig weghauen. Warte, die Gegner jetzt besiegen, ist echt nervig. Wie ist das denn da runter? Ah, warte mal kurz. Ich glaube, ich bin da nicht hoch. Wir kommen mit. Eine Abkürzung. Okay. Aha. So, genug Schätze hier. Da oben ist auch noch was. Wunderschön. Wie, das läuft ja wie geschmiert. Wie ich das denn raus? Kann ich das einfach so runter? Ja, kann ich.
Okay, her, meine lieben Pigments. Wir sind noch nicht fertig mit der Schatzsuche. Na komm, das schaffen die schon. Aber ich bin scheinbar noch nicht fertig. Oder? Glaube ich. Warte mal kurz. Die Fährte führt zur nächsten Ebene. Okay. Auf zur Ebene 2. Prozent erst. Halleluja. Hier gibt es Zwiebeln. Das heißt, 5 Ebenen gibt es. Okay. Kommt her. Nein. Ich kann's. Wunderschön. Warte ich mal kurz. Ach, das ist auch schon wieder. Ja, du brauchst da nicht, damit zu kämpfen. Dann nehme ich auch wieder Schätze. Oh, hier gibt es so viel zu erkunden. Und ich habe bisher noch keinen Schatz gefunden. Oh Gott. Boah, die sind voll heftig. Ich bisher noch keinen Schatz gefunden habe. Da oben. Da oben. Ich bin da runter. Hui. Oh, Flöcken. Ah, hier haben wir was.
Ich muss irgendwie da hochkommen. Aber nur wie? Das ist ja aber wirklich so viele Schätze, die hätte ich jetzt nicht erwartet. Da ist ein Ei. War ich hier noch nicht gründlich am Suchen? So, ihr könnt den mitnehmen. Ihr kommt nicht mehr mit. Ach, sieh mal nach. Ich bin da hoch. Hier aus. Weil der Ventilator ist ja noch nicht aktiv. Ach so, hätte ich ja drauf gekommen. Okay, aber wie komme ich da hin? Schatz, da jetzt dran. Warte mal. Ah, jetzt ist das aus. Verstehe. Heldenhafter Roboter. Okay, der Abschnitt ist auch schon mal auf 100%. Aber sonst ist hier nichts, ne? Zur nächsten Ebene, okay. Zehn von 29 Schätze, Halleluja. Jetzt weiß ich, warum es auch hier so 89 Schätze gibt. Oder 86? Wenn allein in einem Ebenen schon so viel los ist. Ach, da ist ein bisschen. Oh. Ist hier irgendwo jemand gestrandet? Erstmal flücken. Kommt auch nicht wirklich hoch, ne? Wie soll ich denn bewegen? Ihr könnt. Wo ist das? Komm. Jetzt habe ich es verstanden.
Boah, ist so knapp. Das war richtig knapp, du. So, jetzt die letzte Hälfte. Trink meine Packmas, trink Eier. Hallo? Gut, gut. Sehen wir uns mal die Visitenkarte an. Twyla, Heimatplanet Konohan. Diese junge Forscherin interessiert sich für Sedimentgestein und Geologie im Allgemeinen, macht sich nicht gerne schmutzig. Aha, eine Geologin der Forschungsgruppe. Ich kann es kaum erwarten, mit ihr über ihre Erkenntnisse zu diskutieren. Ja, ich habe noch ein paar ohne Blüten. Kommt ihr bitte mit? So, dann geht's auf in die nächste Ebene, würde ich mal sagen. Ja, aber auch jetzt nicht so sagen, so speichern. Nur zum Titelbildschirm und das will ich ja nicht. Prozent schon erkundet, und jetzt war nicht der einzige Gerettete. Es gibt noch mehr. Ich glaube, ich habe die Zwiebel übersehen. Liebes, was bist du denn? Gut, aber ich würde jetzt mal sagen, machen wir den hier noch fertig. Ja, soll er ruhig abhauen damit? Beziehungsweise. Und schaffen wir es noch? Schaffen wir es? Ah, guck mal, easy peasy. Durchgesneakert hier. Da ist noch was vergraben. Ah, hier ist eine Zwiebel. Ah, das ist ein Gegner. Boah, er hat den Gegner vergraben. Das wäre jetzt eine Zwiebel. So, dann brechen wir das hier mal aus. So, hol das noch da ab. Mache ich jetzt noch mal kurz. So. Da kommt alle mit. Da oben ist ein Entchen. Oh, wie kriege ich die jetzt am besten hier runter?
Nein, 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 Also wir gehen schon schnell da mit meiner Technik. So, hier ist noch eine. Gut, aber ich würde jetzt, mache ich an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tüdelü.